Hey ho, YouTuber, und ich begrüße euch zu Part 20 von dem Let's Play Murdered Soul Suspect. Hier hat man letztes Mal einen Schnitt gemacht, ich schaue mich jetzt hier erstmal um. Ach, Sequenz, nein. Sequenz. Was jetzt? Ach, ist eine zweistellige Zahl, Part 20. Geh zu Iris Zimmer. Nein, nein, wir bleiben zusammen. Joy, wir haben keine Wahl, wir treffen uns dort, sobald ich weiß, wie ich hier vorbeikomme. Los, los! Was passiert denn? Ach, er kommt da nicht durch. Wir müssen einen Weg durch die Geistermauer finden. Versiegelt. Ich muss mal eben schauen, wie es hier aussieht. Sehr positiv alles. Achso, ich kann da ja durchgehen. Ich muss da gar nicht durchteleportieren. Er hat gespeichert. Das verheißt meist nichts Gutes. Das hätte ich jetzt fast übersehen. Noch 5 Zwangsjacken. Treppe hoch können wir also nicht. Boah, da geht's runter. Ja, wusste ich doch. Hier unten so ein langer Raum. Bestimmt ist hier irgendwo ein Bild an der Wand. Doch nicht. Ich habe schon vor mir gesehen, so ein Abluftschacht. Schade, mit der hätten wir dann da hinten drüber gekonnt, aber das geht anscheinend nicht. Miau, miau, miau. Schick hier mit dem Totenschädel. Ach du Kacke. Laufen wir erstmal hier hin. Ja, hier können wir nur, wir müssen hier vorne irgendwo runter. Da war ja klar, dass das nicht ganz so einfach wird. Wir gucken uns erstmal hier ganz in Ruhe um.
Wenn der uns jetzt erwischt, haben wir überhaupt gar keinen Rückzug. Doch hier sind die Rückzugspunkte. Ich glaube, wir gehen drauf. Mensch, war das knapp. Boah, was ein Zirkus hier. Was ist hier los? Diese Teile. Diese Teile sind nicht meine. Wo bin ich? Boah, die sind aber hardcore, die Dämonen. Zeigen Sie etwas Gnade. Ich wünschte, ich könnte helfen. Tut mir leid. Schmeckt wie Hühnchen. Alter, war da was? Ist das denn eine Puppe oder was? Soll ich raus? Ja.
Mal gucken, ob es klappt. Ist das spannend? Hau schon ab. Den holen wir uns jetzt. Er hat den wieder nicht genommen, ne? Das war Sackhaares Breite. Da hat nicht mehr viel gefehlt. Bleiben jetzt schön hier stehen. Nun dreh dich schon um. Boah, was ein Zirkus, was ein Zirkus. Jetzt reden wir nochmal mit dem Typen. Schmeckt wie Hühnchen. Hier können wir aber nicht mehr machen. Uah. Proben? Was ist das hier alles für ein Zeug? Instrumente? Da ist auf jeden Fall wieder ein Hinweis. Wieder Julias Gedanken, die schauen wir uns sofort an.
Rex um Rat bitten. Ich fragte Rex, was er von Ronens Auftrag hielt, und er schenkte mir nur ein breites Lächeln. Er mochte Ronen immer. Ich glaube, er war bloß überrascht, dass er so etwas Gewöhnliches tun würde, wie mir einen Antrag zu machen. Aber er nahm es als gutes Zeichen auf. Ich denke, das sollte ich auch. Wunderbar. Jetzt ist die Frage, wo geht's hier hin? Konvulsator. Da war der Rabe. Ja, ich glaube nicht, dass wir da lang können. Wir müssen hier lang. Ich halte mich jetzt schon wieder viel zu lange hier auf. Also gehen wir mal nach hier oben. Ich schaue nur so gründlich, weil ich möchte natürlich, da wir bis jetzt alle Sachen bis jetzt hatten, möchte ich natürlich gerne die Zwangsjackengeschichte da auch machen. Wissen bedeutet nichts, wenn nicht an eine neue Generation weitergereicht. Möge dieser Hörsaal, gebaut 1899, die Weisheit erfahrener Ärzte an zukünftige Generationen weitergeben. Und zwar, was ich gerade meinte, ist diese Geschichte, diese hier. Mann in der Kiste, die würde ich natürlich gerne lösen. Stimmt, wartet Joy jetzt hier irgendwo. Jo, wir haben einen Weg gefunden, wie ihr jetzt gesehen habt. Wir kommen zwar immer noch nicht durch, aber wir sind ein ganzes Stück weiter. Mit Sicherheit ist hier irgendwo, ja, da sitzt sie doch schon, unsere Joy. Nö, nö. Ja, wegen den Videokameras bestimmt, da. Wo bin ich denn hier? Hab sie. Ich such besser Joy und schaff sie her. Oh, eine Glocke. Ja, liebe Freunde. Das ist auf jeden Fall das Mädchen, was wir suchen. Und wie ihr seht, ist die recht finster drauf. Und Joy steht draußen wohl vor der Tür. Wir sind wohl etwas vorschnell hier reingegangen. So sieht das jedenfalls für mich aus. Ach so, die kommt da durch die Türen nicht durch. Deswegen... Ja, und durch die Tür werden wir sie im nächsten Part lotsen. Aber ich nehme erstmal noch dieses Ding hier auf. Infos zu meinem Mörder. In einer gestrigen Pressekonferenz des Saarland Police Department bestätigte Polizeisprecherin Ingrid Larsen, dass kein Verdächtiger verhaftet wurde und es keine neuen Hinweise in dem Fall gibt. Während wir die Bürger Salems anhalten, ruhig zu bleiben und ihr normales Leben fortzusetzen, sagt Detective Larsen, ermuntern wir gleichzeitig die Leute, die jeglichen eventuell hilfreichen Hinweisen an uns heranzutreten. Es liegt jetzt bei uns allen, zusammenzuarbeiten und unsere Gemeinde sicher zu machen. Okay, cool. Eine Zwangsjacke, die nehmen wir noch mit. Lesen wir ein paar bekloppten Mäuse huschen unter der Tür durch, in kleine Risse hinein. Es ist alles nur Konzentration und Disziplin. Ich habe genug Zeit zu üben. Komm, dann suchen wir das Stück hier auch noch ab, weil vielleicht haben wir ja Glück und können noch direkt was lösen. Da ist ein Funkgerät. Schöne Duschen. Und hier können wir was enthüllen. Wir alle haben
Geisterhafte Bilder. Auf gewisse Weise. Cool. Warum heißt das Antifrost, wenn es Überhitzung verhindert? Oh, die hat ja Gedanken. Ich glaube, wir fallen ganz schön auf. Nee, keiner weiß was. Wir unterhalten uns hier doch nur, oder? Es ist mehr als das. Du glaubst, wir sind gut. Tja, wo ist die letzte Geisterjacke? Wie geht's weiter? Schaffen wir es hier, die Joy hier reinzukriegen oder nicht? Das sehen wir im nächsten Part. Es ist also spannend in Let's Play Murdered. Also so long bis zum nächsten Part. Euer Agent Peanut.